Наш немецкий друг здесь, да? Спасибо вам за то, что прояснили. Да. Herr Präsident, da bin ich aber gründlich missverstanden worden. Ich habe schon gesagt, dass wir... Меня неправильно поняли, говорит наш гость. Да-да, пожалуйста. Продолжайте, пожалуйста. Bitte schön. Sprechen Sie bitte weiter. Ich habe mich gewundert, dass die russischen Vertreter davon gesprochen haben, dass es keine nationalen Werte gibt. Я очень был удивлен, что представитель России говорит о том, что у нас нет национальных ценностей. Und ich habe aus meiner Sicht gesagt, wenn ich als Ausländer auf Russland blicke, dann stelle ich sehr wohl fest, was für Russland spricht. Если я как иностранец смотрю на Россию, то для меня абсолютно ясно, о чем говорят. Das ist die Beachtung des Völkerrechts. Это соблюдение прав человека. Das ist die Beachtung des Friedens. Это забота о мире. Sie stehen für die Werte der Nation. За интересы нации. Sie stehen für die Werte der Familie. За ценности семьи. Und sie stehen für die Werte des Glaubens. И за интересы, за ценности веры. Und deswegen können Sie vielleicht auch verstehen, warum ich mich gewundert habe, dass die russischen Vertreter nach ihren Werten gefragt haben, wenn ich das vom Ausland feststelle. И для меня было удивительно, почему представитель России спрашивал вот об этих национальных ценностях. Dankeschön, vielen Dank. Ich bedanke mich für die Übersetzung. Nicht zu danken. Das ist eine Freude für mich. Значит, я позволю добавить. Я думаю, что наш гость, уважаемый, он очень выразил правильно то, что представляет общечеловеческие ценности. В том числе это актуально и для России. А я добавлю только одно к этому, что для России, для русского человека, и вы вот сейчас об этом как бы правильно сказали, намекнули, очень важно чувство патриотизма. Очень важно чувство национальной идентификации. То, что в некоторых странах Европы утрачивается, к сожалению, для них. У нас это внутри есть. У нас это в сердце. Любовь к Отечеству. Вот очень важно то, что я сейчас скажу. Одна из основных составляющих нашего самосознания национального, одна из ценностей и идей – это патриотизм. Напомню Лихачева, Дмитрия Сергеевича Лихачева, замечательного ученого и гуманиста 20 века. Он как-то сказал, что патриотизм кардинальным образом отличается от национализма. Национализм – это ненависть к другим народам, а патриотизм – это любовь к своей родине. Спасибо вам большое за нашу совместную работу. Für mich ein ganz, ganz besonderer Moment. Ich darf nämlich den lieben Willy Wimmer begrüßen. Willy Wimmer ist den meisten von Ihnen natürlich ein Begriff. Willy Wimmer war für über 30 Jahre im Deutschen Bundestag für die CDU. Er war der sicherheitspolitische Sprecher für die CDU. Er war stellvertretender OECD-Chef. Was hast du nicht alles für Ämter begleitet in deiner Zeit? Er war live mit dabei bei den Verhandlungen der Ostverträge. Er hat als einziger einen Atomkrieg auf deutschem Boden
Boden durchexerziert im Rahmen von NATO-Übungen hier auf, im Führungsbunker in Deutschland bis zum letzten Moment. Da kann er vielleicht noch einen Satz extra sagen. Ganz, ganz beeindruckende Situationen. Der Mann weiß wirklich, was in Deutschland sicherheitspolitisch geboten ist, was internationale Politik angeht. Er war ganz wesentlich damals mit involviert, als Merkel aufs Schild gehoben wurde. Er war da ganz nah dran, hat regelmäßig mit Merkel gefrühstückt, auch in jüngerer Vergangenheit noch, und ist mit den Großen der Politik heute noch ganz, ganz eng beieinander. Und er ist ein sehr, sehr kritischer Beobachter der jetzigen Situation. Und ich freue mich riesig, dass du da bist, lieber Willi. Er kommt gerade, er ist gestern Abend gelandet aus Moskau. Er war mit dem russischen Präsidenten noch zusammen. Und es ist ein Video, das gerade heute Nacht durch die Medien geistert, über die sozialen Medien geistert, wie der russische Präsident Willi Wimmer live dolmetscht. Also das muss man auch erstmal schaffen, dass der amtierende Präsident der Russischen Föderation die eigene Sprede simultan dolmetscht. Also das muss man erstmal schaffen. Und deshalb, lieber Willi, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann für meinen Teil ja nur sagen, irgendwie haben Dirk Müller und ich darf auch den Professor Otter einbeziehen, wir haben uns irgendwie gesucht und gefunden. Und zwar in der Frage, dass wir uns dem vor 2 Jahren möglichen Krieg in Europa in den Weg gestellt haben. Und meine Damen und Herren, insoweit war natürlich der Besuch in St. Petersburg für mich spektakulär. Alleine schon, weil ich die Einladung zu einer Konferenz für rund 500 russische Journalisten aus dem lokalen und regionalen Bereich bekommen hatte. Die waren eingeladen worden aus der ganzen Russischen Föderation zwischen der westlichen Grenze und Vladivostok. Und ich habe 3 Tage lang eigentlich etwas Schweizerisches da erlebt. Bei all dem, was man ja auch in unserem Land den Russen immer vorwirft. Die Schweiz zeichnet sich durch basisdemokratische Gepflogenheiten aus, wo die Mächtigen sich rechtfertigen müssen. Und ich habe 3 Tage lang diese Journalistinnen und Journalisten erlebt, die einen nach dem anderen aus der Führung der Russischen Föderation nett, sympathisch, aber gegrillt haben. Und ich kann mir nur wünschen, dass das in unserem Land auch mal wieder möglich ist. Und Sie müssen sich heute einmal die Medien ansehen. Da ist doch von Pluralismus überhaupt nichts mehr zu sehen. Ich habe noch nie erlebt, dass in deutschen Medien so für den Krieg getrommelt worden ist, wie wir das in der Ukraine-Situation erlebt haben. Oder in Zusammenhang mit dem Irak. Oder in Zusammenhang mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien. Meine Damen und Herren, wir haben ein Recht darauf, dass wir eine freie Presse haben, die auch die Meinung dieses Volkes zum Ausdruck bringt. Und dann muss ich nach St. Petersburg fahren, um das da zu erleben. Wenn ich mir die deutsche Presse ansehe, dann gibt's ja im Zusammenhang mit der Russischen Föderation ja nun wirklich nichts, was gut berichtet werden kann. Ich kann das auch in gewisser Weise verstehen. Wenn Sie sich mal die deutschen Medien anhören oder ansehen, natürlich berichten die über die Russische Föderation, aber die Gesprächspartner, die Sie dann meistens in Moskau finden, das sind Russen, die für die Amerikaner arbeiten, für die ganzen NGOs. Meine Damen und Herren, ich will einen ungehinderten Zugang zu unserem größten Nachbarn haben. Und das ist eben die Russische Föderation. Und da muss ich nicht Dolmetscher haben, die in Washington ihre Heimat haben. Warum denn? Ich kann das doch selber beurteilen, was mit unserem Nachbarn los ist. Und darauf müssen wir Wert legen. Und meine Damen und Herren, wie es sich dann immer so ergibt, irgendwann schlägt der Blitz ein und der schlug natürlich auch in dieser Konferenz ein. Ich bin dahin eingeladen worden, um zu der aktuellen Frage mitzudiskutieren mit 2 Amerikanern und 2 russischen bekannten Journalisten zu der Frage Massenmedien und der Informationskrieg. Ich habe denen sofort gesagt, ich wende mich gegen diesen amerikanischen Sprachgebrauch. Wir führen nur noch Krieg in unseren Gesellschaften und wir meinen, Krieg wäre das Natürlichste auf der Welt. Und dabei sagen wir, die wir auch etwas älter sind,
Wir sagen, nein, der Friede ist das Natürlichste, was uns in Europa passieren kann. Und deswegen bin ich gegen die bedenkenlose Übernahme dieser kriegerischen Diskussion und dieser kriegerischen Begriffe. Wir haben etwas anderes zu verlieren. Und das ist unsere Freiheit. Und da kommt es darauf an, dass wir den Frieden behalten und deswegen schon in der Sprache Wert darauf legen, nicht nur über Krieg zu reden. Wenn das so weitergeht, dann werden die Amerikaner im nächsten Jahr erklären, sie führen Krieg gegen Sonnenschein. Ja, meine Damen und Herren, das kann doch nicht unser Schicksal sein. Und deswegen kommt es darauf an, auch einen öffentlichen Diskurs in unserem Land zu haben. Was können wir tun, um den Frieden zu erhalten? Und was müssen wir auch von unseren Nachbarn und Partnern erwarten, dass genau dieses eintritt? Und darum ging es bei dieser Diskussion in St. Petersburg. Und ich habe dann am nächsten Tag eine spannende Diskussion erlebt, wo ich nur sagen kann, Bundeskanzlerin, mach das doch mal hier in Deutschland, dass du dich stundenlang mit den Vertretern lokaler und regionaler Medien rumschlägst, 500 Leuten Rede und Antwort stehst und sagst, ich bin die Kanzlerin dieses Landes, ihr habt das Recht darauf, mich zu grillen, bitte tut das. Wenn die Dame die Physis des russischen Präsidenten hätte, dann könnte ich ja nur sagen, wäre ein wunderbares Geschenk für alle von uns. Aber hier passiert das nicht. Das passiert in St. Petersburg und dafür werden die Russen auch noch beschimpft. Das ist doch die Wirklichkeit. Also aus meiner Sicht der Dinge, ich habe da in St. Petersburg schweizerische Basisdemokratie erlebt. Die Leute waren selbstbewusst und sie waren, das war ja das Schlimmste, auch noch nicht dabei. Was man ja bei uns überhaupt nicht versteht. Sie müssen mal mit Aeroflot fliegen, sie fliegen mit einem Lächeln in ein anderes Land. Stellen Sie sich mal vor, wie das bei uns ist. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann geht ein Teilnehmer dieser Diskussion hin und spricht mich an, in Anwesenheit von 500 anderen und natürlich des russischen Präsidenten und gibt etwas aus meiner Äußerung vom Tag zuvor wieder. Und da lege ich natürlich Wert darauf, in Zusammenhang mit natürlich auch politischen Überlegungen, dass das absolut korrekt ist. Und dann habe ich aus meiner Sicht mich zu Wort gemeldet und habe durch den russischen Präsidenten das Wort erteilt bekommen und habe dann gesagt, also liebe Leute, ich habe am Tag zuvor mit russischen Journalisten diskutiert und habe mich darüber gewundert, dass in der Frage, wie setzt man sich mit anderen auseinander, die selber sagen, es gibt einen Informationskrieg, da muss man doch wissen, wie die eigenen Werte sind, die man glaubt, verteidigen zu müssen. Und ich habe mich gewundert, dass die russischen Journalisten, die sich da an dieser Diskussion beteiligt haben, ich sage es mal sehr zurückhaltend, ein hohes Maß an Unsicherheit gezeigt haben. Dann habe ich natürlich gesagt, liebe Leute, das habe ich dann auch in dieser Runde mit dem russischen Präsidenten gesagt, wenn ich als Ausländer, ich bin nicht beteiligt in Russland, wenn ich von draußen mir die Russische Föderation ansehe und jetzt mal nicht die amerikanische Propaganda nachvollziehe, dann sehe ich doch, Russland bekennt sich zu den Regeln des Völkerrechts. Das machen die auch in Syrien auf der Seite der legitimen Regierung. Russland macht kein Hehl daraus, dass es für den Frieden ist. Wenn die Amerikaner nach der Äußerung der Staatssekretärin Nuland 5 Milliarden investiert haben, um die Ukraine rumzukriegen, ja, dann muss Russland doch nicht jubeln. Die Amerikaner meinen, Völkerrecht wäre das, was sie tun. Ist es nicht. Ist es nicht. Und das Nächste, was man im Zusammenhang mit der Russischen Föderation von draußen sieht, die bekennen sich zu den Werten der Nation. Meine Damen und Herren, ich bin Demokrat genug, um eines zu sehen. Wir werden als Bürger nur wahrgenommen, wenn wir einen Adressaten für unsere eigene Regierung haben, und das ist die Nation. Es ist nicht das Europa, das von den NGOs oder von den Interessengruppen kontrolliert wird. Wir haben diese Möglichkeit, nur als Bürger in der Nation uns zu artikulieren, es sei denn, die Europäische Union findet ein Modell, wie wir es im Staat selber haben. Aber solange die Übergabe von politischer Verantwortung und auch das Recht auf Kontrolle
so aussieht, dass wir unsere eigenen Parlamente und Regierungen entmachten, die Kompetenzen nach Brüssel schicken, wo sie nie ankommen, oder im Zusammenhang mit Berlin sagen, der Deutsche Bundestag oder die Regierung hat nicht mehr das zu sagen, was Councils für dit und dat zu befinden haben oder amerikanische Anwaltskanzleien. Meine Damen und Herren, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist deutsche Verfassungstradition, dass wir sagen, jeder Gesetzentwurf, der in Berliner Ministerien gemacht wird, der kann auch in diesen Ministerien gemacht werden. Heute brauchen Sie amerikanische oder britische Anwaltskanzleien, weil Sie selber die Gesetzentwürfe gar nicht mehr machen können. Meine Damen und Herren, so geht tradiertes Wissen in diesem Land vor die Hunde. Und meine Damen und Herren, das ist unser Schicksal, mit dem wir es da zu tun haben. Und wenn die Russen sich dann zur Nation bekennen, da kann ich nur sagen, ja gut, dann ist das etwas, was unsere eigene Regierung nicht mehr liefern kann, aber dann sehen wir, für was sich andere in Europa auch einsetzen und sie haben das Recht, das Wort zu finden. Und meine Damen und Herren, wenn ich von draußen auf die Russische Föderation blicke, dann sehe ich, die setzen sich bei aller Unzulänglichkeit, die es in Russland gibt, für die Werte der Familie ein. Es gibt in Europa und es gibt übrigens weltweit kein Familiengründungsunterstützungsprogramm, das so qualifiziert ist, wie das in der Russischen Föderation mit den gewiss geringeren Möglichkeiten, die dieses Land hat, wenn man das im Vergleich zu uns setzt. Und meine Damen und Herren, warum reden wir nicht mal darüber, ob wir nicht von den Russen lernen können, in Zusammenhang mit einer Frage, die für unsere Gesellschaften dramatisch aktuell ist? Warum regen wir uns darüber auf, dass unsere Kinder erst mit 35 oder 40 heiraten können, weil sie vorher finanziell dazu nicht in der Lage sind? Und in Russland wird das mit staatlicher Unterstützung so geregelt, dass man zur normalen Zeit heiraten kann. Meine Damen und Herren, von den Russen lernen ist manchmal was Interessantes. Ich will ja nicht in den alten Sprachgebrauch verfallen, aber das ist etwas, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Meine Damen und Herren, die Ukraine, die krisenhafte Entwicklung in der Ukraine hat aus meiner Sicht die Funktion gehabt, den letzten Stein in diese Mauer, die quer durch Europa gezogen werden sollte, reinzusetzen, damit jeder Kontakt zwischen uns und unserem großen Nachbarn nur über amerikanische Kontrolle mittels dieser osteuropäischen Staaten möglich sein sollte. Meine Damen und Herren, das kann, nachdem die Mauer in Deutschland vor 26 Jahren gefallen ist, das kann noch nicht die politische Wirklichkeit sein, dass wir aus Gründen der amerikanischen Politik uns in Europa schon wieder verfeinden. Das kann es doch nicht sein. Und deswegen habe ich damals als CDU-Abgeordneter, und das können Sie alles im Internet nachlesen, den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder angeschrieben und habe gesagt, diese amerikanische Politik, und ich habe die ganzen Punkte aufgeführt, führt zwangsläufig zum Krieg. Und Dirk Müller, ich bin dir unheimlich dankbar, dass du mir und anderen die Möglichkeit eingeräumt hast, über Cashkurs zu sagen, nein, das dient uns nicht und deswegen machen wir das nicht mit. Wir als Europa sollten unsere Interessen haben und wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, dass Amerika nichts tut, weil es uns liebt, sondern weil sie mit uns ihre eigenen Interessen verfolgen. Es wäre wünschenswert, das sage ich mal in Zeiten von Panama Papers, wenn der Generalbundesanwalt sich mal mit dem eigenen Grundgesetz und dem Verhalten der eigenen Bundesregierungen beschäftigen würde im Zusammenhang. In Zusammenhang mit den Angriffskriegen, die von deutschem Boden aus nie mehr ausgehen sollten. Meine Damen und Herren, das sind die Prioritäten, auf die unser Volk einen Anspruch hat.